So, kleine Radtour haben wir gemacht. Es ging aber ziemlich steil hoch und jetzt sind wir hier an diesem wunderbaren Becki. Holger tigert da rum und liegen ein bisschen faul in der Sonne, haben Kaffee gekocht auf einem kleinen Kocherchen und fette Brote gegessen. Also fette Brote heißt dick belegte Brote, low-fat Brote. Es ist toll hier. Da hinten der Berg, das ist der Frieda, heißt der. Und ich weiß nicht, wie das Tal heißt. Wir wissen es immer noch nicht, aber es ist schön. Bist du zufrieden mit deinem Urlaub? Ja. Kat hat Holger gemeint, das fand ich so. So sagen, hey, wir haben keinen dicken, fetten Porsche, aber wir haben zwei Pakete Kekse. Das ist gut. Ja. Das ist besser als jedes Hotel, hier zu sitzen an dem Bächle. Da wollte ich nicht tauschen mit. Echt nicht. In so einer Hotel-Club-Anlage das Geld rausschmeißen, das ich mir das ganze Jahr über verdiene, ins gleiche Urlaubsziel hinzufliegen, wo alle hinfliegen, um Dinge zu tun, die alle tun, nur um Leute zu beeindrucken, die einem gar nichts wert sind. Ja. Ich finde das hier viel toller, an so einem Bach zu sitzen, mitten in der Natur. Es ist ein Tal, einfach nur Berge, man hört hier kein Auto fahren. Ich glaube, der Förster ist da vorher mal rumgefahren und wir sind hier mit dem Rad her. Das ist ein Traum. Gemütlich am Bach zu sitzen, in die Füße reinzuhängen, mal ein Steinmännchen zu bauen und Sonne, wir haben halt echt fett Sonne heute, ja. Nachher setzen wir uns ein bisschen in Schatten. Um nicht krank zu sein, das ist toll. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein mit der Sonne, weil früher durfte ich ja nie wegen diesen Medikamenten so in die Sonne sitzen, wenn du Azathioprin nimmst oder Cortison oder Humira spritzen, darf man nicht in die Sonne und ich darf das jetzt, ja. Schön fett Vitamin D tanken. Ja, und das mache ich jetzt noch ein bisschen. Ah, wie hier schön gemütliches Plätzle. That's life. Holy moment. Das ist gut. Okay. Genießt euer Leben. Macht das. Ihr braucht kein Porsche. Wenn die Natur will, kommt auch so raus. Mit dem Zug und mit dem Rad kommst du schon brutal weit. Und vergiss deine Bananen nicht. Don't forget the bananas. Das hast du noch runtergebracht, wie alles anvertraut. Alles. Auch immer noch. Kamera läuft. Kamera läuft, ja. Ausquatschen ist wichtig. Ich bin mal gespannt, was du dem erzählt hast. Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Dass halt die wichtigen Dinge im Leben meistens kein Geld kosten. Was es ein Irrglaube ist. Best things in life are for free. So sieht's aus. Gut, dass wir zwei das wissen. Ich finde das so traumhaft hier. Das ist unser Grundstück. Ja, das ist toll. Das Wasser ist so klar. Und da das. Der Himmel ist so blau, die Wolken sind so weiß. Und wir haben echt einen sauguten Tag. Deine Oberschenkelmuskeln sind so geschmeidig. Oh, die sind so platt hier, die Muskeln vom vielen Wandern und Radfahren.
Schweinchenfamilie genau. Musst du da nicht auch noch spielen? Ja, das ist toll, wenn die Kinder so Erinnerungen haben, dass sie in den Bergen im Bach gespielt haben. Ich finde mich auch immer noch toll. Wackelt, ne? Nee. Wo ist es denn? Ein Handy. Toll. Da sitzt da gemütlich. Herrlich. So, kurze Impressionen von einer unserer Radtouren. Ich betone das mit dem Rad heute, weil wir sind einen Weg abgegangen, da unten an dem Bach, an dem wir saßen, und haben gedacht, hey komm, lass mal gucken, was da hinten so los ist. Und jetzt sind wir hier auf so einem Hügel, da hinten liegt mein Fahrrad, weil auf der Seite geht es runter und hier geht es runter, ja, das ist so ein Grat, und hier geht der Weg entlang. Lucky hat das gerade mal erkundet und der geistert da hinten rum. Und es ist einfach nur steil auf beide Seiten, ja? Und das ist nicht mal ein Wanderweg. Aber es ist ein Abenteuer. Und den Helm kann ich, glaube ich, abmachen. Den brauche ich jetzt echt nicht. Oh. Ja, den hänge ich jetzt mal weg. Ein richtiges Abenteuer. Aber es war ein Weg, ja, und wir haben gedacht, hey, komm, lass uns mal versuchen, weil wir sind ziemlich weit runtergestiegen an dieses Bächle, damit wir da in Ruhe liegen konnten und uns sonnen konnten, und sind nicht auf den Hauptpfad zurück, und jetzt stehen wir hier im Nirgendwo, und es ist geil. Es riecht nach Kiefern und der Planet brennt, wir sind verschwitzt, wir sind schon ausgepowert, gut, wir sind ein bisschen erholt von der Pause, aber von gestern und von vorgestern, von der Bergtour und von der Riesenradtour. Und mir gefällt das. Lucky kommt nicht wieder. Ich glaube, da hinten ist ein Jagdstand und dieser kleine Trampelpfad, der geht zu dem Jagdstand. Jetzt guckt er mal, ob wir da weiterkommen. Ungewiss die Zukunft ist. Oh Mann. Ah, er kommt wieder. Und? Was sagt der Guide? Das ist ein ganz toller Platz. Das ist ein ganz toller Platz. Fahrrad mal liegen lassen und kommen, hä? Ja. Ich folge mal. Lucky meint, das ist ein ganz toller Platz da hinten. Und es ist ein ganz toller Platz da hinten. Mit Aussicht ins Tal zwischen den zwei Bäumen. Oh, hier würde ich gern campieren. Mhm. Schöne Aussicht, was? Ja, sowas findet man zufällig, ja? Mehr als zufällig. Ich bin so mit Fahrrädern durch die Strüpp. So, da unten müssen wir lang. Ich sitze hier am Abgrund. Holger kommt da gerade hoch. Da müssen wir jetzt irgendwie runter. Hier ist mein Fahrrad. Das packe ich aber nicht hier runter. Holger holt das und trägt das zum Weg. Wir haben uns jetzt ein bisschen verstiegen bei unserer Exkursion, aber es war witzig. Aber jetzt müssen wir halt hier die 20 Meter oder so zum Weg runter. Ich muss mein Fahrrädle bringen. So. Das nennt man verrückt. Verrückt.
Das ist echt steil. Ich weiß nicht, wie viel Grad das hat. 45 oder so? Zu steil. Noch steiler. Das ist ein Abhang hier. Richtig heftig. Ich krapsel da mal jetzt runter.